Mammut! Marsch! Ich hab Hunger. Ganz großen Hunger. Ich bin stärker, als ich denke. Richtige Wolken. Sieht nicht gut aus, wenn wir laufen. Ich hab dicke Wurstringe. Cola. Hey, ho, let's go. Diese Aussicht. Ich will auf die Matten. Mir geht's wirklich schnell. Aber hoch. Und gut. Gibt's schon einige, die nicht mehr gut aussehen. Du, 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 du. Welche Schmerzen hast du genau? Oh, Tränchen. Hallo aus Potsdam. Hallo. Wir stehen hier am Start des Mammutmarsch Berlin. Wir sind schon Feuer und Flamme. Und auch ein bisschen aufgeregt. Das stimmt. Ich blende euch mal die Bilder von meinem Unfall von vor 2 Wochen ein. A few moments later. Ich humpel. Ich hoffe, heute halten die Knie und das Außenband. Das ist so meine größte Sorge gerade. Ich freue mich jetzt, wenn es losgeht. Ich möchte einfach nur noch loslaufen. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Sehr geil, dann geht's für euch los in 5, 4, 3, 2, 1. Los, Mammut! Viel Spaß bis morgen! Yes. Bisher ist die Strecke sehr schön. Viel Grün am Wasser entlang. Schön ruhig. Gefällt uns. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und dadurch, dass wir jetzt gehen ja gar nicht, ist für uns wirklich eine Erkundungstour. Zwischenstand, wenn ihr schaltet gerade auf 5,0 Kilometer um. Der Himmel sieht sehr grau aus gerade. Sitzt an den Wolken. Aber es hält. Wir laufen hier durch so ganz schmale Wege. Richtig cool. Dann sind wir ja schon mal über den Baumstamm und vom Baumstamm durch. Und jetzt geht es hier wirklich so zum kleinen Teil. Richtig naturnah. Macht sehr viel Spaß. Man sieht immer, wo wir hin müssen. Es ist im Moment noch keine Gefahr, dadurch sich zu verlaufen. Das Feld ist noch immer ziemlich eng beieinander. Ja. Aber was auch gut ist. Ja, ich finde es auch angenehm. Es ist irgendwie so eine Beruhigung, dass man vor und hinter sich die Leute sieht. Alle sind gesprächig. Es war nicht weit, 6,8 Kilometer. Genau, es führt auch dazu, dass man so im Strom mitschwimmt. Das finde ich sehr gut. Wir haben alle 5 Kilometer einen Motivationszettel geschrieben. Mhm. So ja. Nutzt man sinnvoll die Bahnfahrt von Frankfurt nach Berlin. Hier ein Zettel. Okay, warte. Oh, das ist gleich ein Doppelzettel. Oh ja, als wir fertig waren, meinte, oh, jetzt sind aber noch welche eingefallen. Es gibt 2 oder 3, die noch auf der Rückseite beschrieben sind. Okay, dann lese mal vor. Also das erste ist, ich bin stärker, als ich denke und ich kann diese Herausforderung bewältigen. Sehr gut. Und jetzt die Rückseite. Dann sagst du? By endurance we conquer. Ich habe nämlich noch ein paar Zitaten von Shackleton gesucht. Und da war unter anderem das dabei, das ich sehr gut fand. Und wer die Geschichte von Ernest Shackleton nicht kennt, unbedingt mal googeln. Wahnsinn, was der durchgemacht hat. Die Strecke führt jetzt schon ein paar Kilometer an der Straße entlang, aber zum Glück ist nicht viel los. Ich glaube, ist das voll in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich mich ein bisschen freue, dass wenn wir dann wieder von der Straße runterkommen, weil es ist wirklich nur vereinzelt, wenn ihr jetzt hört. Die Autos, aber eben war es halt so schön. Wir zurück ins Schöne. Wir sind wieder weg von der Straße. Ja, ich freue mich. Da unten sieht man schon ein bisschen den See. Und ich habe Hunger. Ganz großen Hunger, obwohl es erst Kilometer 9 ist. Das Powerfrühstück der kalten Pizza von gestern hält überraschenderweise nicht so lange an. Aber es war so lecker. Oh, sieht das toll aus. Richtig schön.
Da ist es, das 10-Kilometer-Schild. Wir machen natürlich auch ein Foto. Wir klatschen das einmal ab, oder? Oder machen wir ein Foto? Ich will ein Foto. Foto ist am Kasten für 10 Kilometer. Und schaut mal, was für Gebäude es hier in Potsdam gibt. In der Innenstadt. Da schaut auch jemand aus dem Balkon. Wir sind auf jeden Fall hier als Wandergruppe auch eine Attraktion. Man sieht ab und zu mal, dass die Leute die Fenster aufgemacht haben und einfach das Treiben der Wanderer beobachten. Und wie geht's hier nach 10 Kilometern? Ganz gut. Ich muss sagen, ich bin heute sehr unzufrieden mit meinem rechten Fuß. Das heißt, irgendwie fühlt sich das Fußgewölbe so ein bisschen blöd an. Aber ich habe jetzt zur Not noch Ersatzschuhe dabei. Aber ich hoffe, das läuft sich einfach raus. Und, oder bleibt so. Ja, dann ist auch okay. Sehr hübsch. Da drüben unter der Brücke haben wir gestern Abend Pizza gegessen, beziehungsweise... Also nicht direkt unter der Brücke. Stimmt. Okay, das klang jetzt blöd. Also hinter der Brücke, unter der Brücke durch, auf der linken Seite haben wir gestern Abend Pizza gegessen, beziehungsweise Matthias hat das, was Sportler am Vorabend essen. Pasta. Mit Tomatensauce gegessen. Erster Snack an Kilometer 12. Mhm. Selbst mitgebrachte Brötchen. Die restliche Verpflegungsstation lassen wir aus. Ja, wir wollen doch möglichst schnell weiter, das sind erst 12 Kilometer. Genau. Das heißt, ein Brötchen im Gehen, würde ich aber sagen. Ja. Und dann haben wir uns gleich. Der erste Riegel nach dem Brötchen. Matthias schon richtig festgestellt. Ich war vor ihm fertig beim Essen. Das heißt, Julia hat Hunger. Großen Hunger. Deswegen gibt es jetzt den ersten Riegel, den Nut Butter Bar. Guten Appetit. An mich selber. Mmh. Mmh. Super lecker. Seht ihr, die Wolken? Sieht nicht gut aus, wo wir hinlaufen. Wir hoffen, das Wetter hält und es... Oh, bin ich sehr Wir hoffen, das Wetter hält und es fängt nicht gleich an zu regnen, weil so wie es jetzt gerade ist, läuft es eigentlich perfekt. Matthias, wie viele Kilometer haben wir jetzt? 16 Kilometer in 3 Stunden. Sehr gut. Und wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs und gefühlt sind wir nur an Prachthäusern vorbeigekommen. Ja. Schon sehr, sehr schön. Ja. Und sehr viel Grün. Also Strecke gefällt uns bisher. Ein Stück von Heimat, ein kleiner eiserner Steg. Zumindest sieht er ein bisschen so aus. Heimatgefühl. Ich hab dicke Wurstfinger. Immer oder nur heute? Nur heute, sonst habe ich ganz, ganz schmale. Aber jetzt sind sie angeschwollen. Ich merke es am Ring, der sitzt nämlich sonst ganz locker. Aber ist okay, Wurstfinger nach 17,8 Kilometern zu haben. Wir sind jetzt übrigens auch wieder weg von der Straße. Matthias ist nach vorne. Ja, das bleibt hoffentlich auch so. Ja, ich hoffe auch. Super, super idyllisch. Wir erreichen gleich den offiziellen Verpflegungspunkt Nummer 1. Auf was freust du dich am meisten? Die Essiggurken. Und wenn es keine gibt, dann ist der Schmolli am Start. Super. Ich habe gerade das 20-Kilometer-Schild entdeckt. Und da vorne. Unser Turn. Du weißt, auf welche Seite. Ah, gerne. Ja. 2/10 geschafft. Wie geht's dir? Gut. Also, ja. Meine Füße verändern sich gerade nicht. Ich bleib bei diesem Grundrauschen, das da unten herrscht. Alles gut. Und bei dir? Füße geht's gut, Schulter merke ich schon ein bisschen. Matthias, hast du etwa Wurstfinger? Ja, sie werden auch schon dicker. Erwischt. Ja, also wenn wir jetzt nicht noch 80 Kilometer laufen würden, würden wir uns jetzt hier auch an den See setzen und die Füße baumeln lassen. Wir sind am ersten Verpflegungspunkt. Hier ist einiges los. Am Berliner Ruderclub. Was gibt es Gutes? Cola. Das freut Julia. Ja, saure Gürkchen, Apfel und Tomaten. Und für mich gibt es dasselbe, nur noch zusätzlich mit Salzstein. Wenn Egon noch was übrig ist. Ja, wenn Egon noch was übrig ist. Und Brötchen. Ja, und auch unser zweites mitgebrachtes Brötchen.
Kleiner Nachtrag, es gibt auch wieder beschriebene Bananen. Die hat mir Matthias rausgesucht. Hey, ho, let's go! Wir sind wieder auf dem Weg. Ja, es hat richtig, richtig gut getan. Wir hatten etwa Pausenunterhaltungen. Haben uns gestärkt, haben uns neu eingecremt und jetzt sind wir wieder fit für die nächsten 16 Kilometer bis zu Verpflegungspunkt 2. Ich hatte Matthias ja vorhin gefragt, wie viele saure Gurken er an der Station isst. Und er hat gesagt, an jeder eine. Wie viele Gurken hast du gegessen, Matthias? 3. Okay. Ich auch. Die waren einfach mit dem Versorgen sowas von gut. Die Strecke führt uns weiter über Villengegenden. Wir sind zurück im Wald. Und es tut gut. Also sofort war die Luft angenehmer hier drin als an der Straße. Wie fühlst du dich, Matthias? Gut. Pause hat gut getan. Mal kurz den Rucksack abnehmen hat gut getan. Sich stärken. Noch alles tippitopp. Bei dir? Bei mir ist auch alles fein. Es ist wirklich angenehm zu laufen. Jetzt auch gerade wieder im Grün. Das hat mich eben auch sehr motiviert. Und ja, wir kriegen großen Schnittes auch den 30 schon entgegen. Das ist auch richtig gut und gut in der Zeit. Wir haben jetzt 28 Kilometer. Ja. Also kann man nichts sagen. Als weiter so. Wir befinden uns übrigens gerade auf dem Havelhöhenweg. Da hat uns vorhin schon jemand erzählt, dass das so die einzigen Höhenmeter hier werden. Bis jetzt fühlt sich aber ehrlicherweise nach so fast gar nichts an der Steigung. Mal gucken, was gleich noch kommt. Wir haben die 30 hinter uns gelassen und jetzt gibt es ein paar Stufen. Wir gehen schon so ein bisschen runter, jetzt geht es hoch. Die sind so ein bisschen ungleichmäßig, was etwas erschwert. Schaut mal, diese Aussicht. Das ist das große Fenster. Ja. Ist wie Fernsehen hier, nur besser. Das Einzige, was gerade zu hören ist, Vogelgezwitscher, Schritte und Julias Fluchen. Wir haben über Pflastersteine laufen. Oh, da hört sich so hart an. Ich habe nur gemeint, das finde ich jetzt nicht so lustig. Da sieht man, wie harmlos ich bin, dass Matthias das schon als Fluchen einstuft. Höhenweg. Weiter geht's. Gibt's hier teilweise das Sandig? Ja, teilweise ist es echt nicht gut zu laufen gerade hier, weil es wie am Strand ist. Ja. Wo man so einsinkt und ein bisschen wegrutscht. Ja, erschwerte Bedingungen. Von hier oben sieht man auf jeden Fall, wo der Weg dann lang geht. Der geht hier unten, dann schlängelt er sich darüber, geht hinten dann hoch in den Wald. Ich habe gerade beim Abstieg erfahren, dass das der Grunewald hier ist. Und als ich klein war, habe ich gerne Schloss Einstein geguckt und der coolste war Jagdschloss Grunewald. Also ich stelle immer schon ein bisschen knüppeliger mit dem runter. Ich habe schon gemerkt, dass sich viele einfach richtigerweise die Zeit genommen haben, um nicht zu stolpern. Also hier geht es wirklich steil gerade hoch. Wir erreichen das erste Drittel. Yeah. Ja, hört sich doch gut an. 33%. Immerhin. Ja. In 6 Stunden 45. Und noch mehr Stufen. Geht schon ziemlich bergauf gerade. Noch einmal im Grünen. Aber auf besserem Boden. Das fühlt sich jetzt wieder besser an nach den Wurzeln und großen Umknick gefahren. Hat Matthias gebeten, gerade was rauszuholen? Ich hätte einen Mini-Cake rausgeholt. Oh! Zeig mal, wie der schmeckt. Wir haben es nicht verstanden. Kommt gut. Ganz gut. So, dann sag ich mal tschüss. Tschüss.
Viel Spaß für das Danke. Verpflegungspunkt 2. Sehr gut. Bei Kilometer 40. Wow. Julia, warum siehst du so eine Schnüffel? Weil wir anstehen müssen und meine Hände noch dreckig sind. Ich wollte mir die eigentlich waschen und die Schlange beim Trinkwasser ist so lang. Wir laufen jetzt aus Verpflegungspunkt 2 raus. Ja. Es war sehr voll. Oh. Sehr, sehr voll. Ja, also das Anstehen ist schon nervig. Vor allem, wenn man denkt, so, eigentlich fahren wir ganz schnell wieder auf die Strecke und wir haben jetzt bestimmt über eine halbe Stunde Pause gemacht. Aber auch zwangsmäßig, weil wir für unsere Marmeladentoast angestanden haben. Und auch nochmal fürs Wasser anstehen mussten. Ja, ja, ich wollte Hände waschen und Trinkglase füllen. Es gibt schon einige, die nicht mehr gut aussehen. Ja, also, ja. Also wir sind echt noch gut dabei. Wir laufen rund. Ja, es gibt schon, ich habe schon am rechten Fuß ein bisschen, dass er mir wehtut, aber es ist halt, wir können mal laufen, was wir da an offenen Blasen, verwundeten Füßen, ja. Kreislaufproblemen. Nee, also bisher noch alles gut. Ja. Ja, ja, genau. Wir bewahren uns das bei. Und wir laufen jetzt gleich nach Berlin rein. Ja. Wir haben fast den Grunewald hinter uns gelassen. Ich freue mich jetzt super auf Berlin, weil ich habe das Gefühl, also bald ist super schön, ja, tolle Panoramen, aber vorhin, als wir durch Potsdam gelaufen sind und überall die Villen waren, habe ich so das Gefühl, man konnte so viel entdecken und gucken. Ja, die Zeit verging ein bisschen schneller. Richtig. Und es wird jetzt auch ziemlich frisch im Wald. Ja, also deswegen, ich freue mich jetzt wirklich Innenstadt zu sehen und einfach total die Atmosphäre dann am Brandenburger Tor. Kurzer Stopp für Schwanenbabys. Oh, guck mal da. Schwimmen sie. Oh, sind die goldig. Oh, okay, weiter geht's. Harter Break. Hartes Leben. Wir laufen immer noch 100 Kilometer. Das ist hier kein Spaziergang mit Schwanenbabys. Nein, das ist hier Berlin Tag und Nacht. Mit Humor ist alles leichter. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit und Gemütlichkeit. Du den Alltag und den Sorgen vor. Dann, wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, denn du bist hier egal von welchem Ort. Oh wow, guck mal hier. Fantastisch. Dass hier sich alles an dem Sehen wieder für Villen auftun. Toll. Das nächste Villenviertel. Aber es gibt's. Nimmt kein Ende. Ja. Und zahlreiche Botschaften. Also es ist super zu schauen, was hier alles so um einen rum gebaut ist. Ups, wir biegen ab. Aha. Mal gucken, ob wir noch weiter im Villenviertel bleiben. Das ist auf jeden Fall schon sehr imposant. Ja, es gibt viel zu schauen. Ja. Und das macht es wiederum kurzweilig. Ja, kurzweilig. Ja. Das geht schnell. Abwechslungsreich. Ja. Ja. Und da hinten glühen die ersten Straßenlaternen. Nur zwei, aber immerhin. Richtig Panorama. Ja, mit den Hühnchen dann überall. Aktuelle Lage. Top. Zur Abendstunde gibt es. Für den Nicht-Fußball-Fan eine Mario Götze. Bio-Pistazien-Schnitte. Schon gut. Aber kommt jetzt ehrlich gesagt nicht an die Schokoladenvariante ran. Ja, okay, fehlt dann so ein bisschen das Herbe als Kontrast. Ja. Okay, okay, verstehe. Das sieht sogar richtig romantisch aus, Matthias. Wenn es nicht so laut wäre. Film mal runter. Oh ja. Oh Gott. Wir sind zum Glück wieder von der Straße weg und laufen jetzt durch einen kleinen Park. Aber es wird merklich dunkel. Ja, es wird rapide, schnell dunkel. Ja, ich glaube, da oben ist auch der Mond gewesen. Ja, da hält es. Ich weiß nicht, ob man den an der Kamera sieht. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, die Stimmung wird ein bisschen ruhiger, aber wahrscheinlich, weil sich das Feld auch gerade so auseinander rein. Ja, ja. Also die Lücken werden immer größer, aber wir haben uns jetzt an zwei dran geheftet, um nicht selbst navigieren zu müssen. Jetzt funktioniert es auch. Aber man muss sagen, es war auch gut markiert. Also, ja, auf jeden Fall. Da sind auch wieder zwei Pfeiler. Aber es ist schon angenehmer, wenn man miteinander quatschen kann, ja, ohne dann richtig auf GPS schauen zu müssen oder auf die Pfeile zu achten. Ja, auf jeden Fall. Und quatschen
sorgt für gute Laune, gute Laune sorgt für vergessene Schmerzen. Okay, das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Aber du, 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 du. Welche Schmerzen hast du genau? Ja, Dr. Publikum willst du wissen. Also, ich habe schon platte Füße. Aber was gut ist, mein rechter Fuß meckert jetzt nicht mehr. Das hat sich rausgelaufen. Beziehungsweise hat die Pause davon super Wunder gewirkt. Ich habe immer sonst den Fehler gemacht, auch sehr schnell weiter. Und heute haben wir uns zwangsläufig durch diese langen Schlangen ein bisschen Zeit gelassen. Und es tut gerade so gut. Also innerhalb dieser paar Minuten, halben Stunde eine Regeneration, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja. Sehr gut. Ja, machen wir nächste Pause genauso. Ja. Andere spielen im Park. Wir wandern schon seit 46 Kilometer. Ja. 48. 48 sogar schon? Ja, 48. Wackeln deine Beine oder die Brücke? Ja, die Brücke. Sehr gut, was anderes wollte ich auch nicht hören. Der Haybite ist ein alter Bekannter in unseren Videos. Darum erprobt und lecker. Du hast was entdeckt? Himmel. Ja, richtig toll, ne? Mhm. Wir haben das erste Mal den Fernsehturm erblickt. Das Fotostab. So, mit Blick auf den Fernsehturm. Wir spüren die ersten Regentropfen. Aber noch ganz leicht. Wir hoffen, dass es so bleibt. Ja, oder weggeht. Ja. Nicht, dass wir nachts durch Brandenburger Tor müssen. Nee. Weil nicht nachts durch Brandenburger Tor. Nicht heute. Weiterlaufen oder mitfeiern? Das ist nicht die Afterparty. Es gibt ordentlich Stimmung. Es lockt mich gerade schon ein bisschen damit zu machen. Tja, gib dir deine Energie auf. Ja. Bis also, wir angekommen sind. Und dann fahren wir hier zurück. Das sieht schon aus, als wenn die Leute da Spaß hätten. Ja. Wir laufen jetzt hier durch den Tiergarten. Es ist jetzt schon so dunkel, dass man die Wegmarkierung kaum mehr sieht. Ja. Jetzt muss man sich schon mehr auf GPS und die anderen verlassen. Wir sind am Brandenburger Tor. Yippie! 55 Kilometer geschafft. Ja. Auf der rechten Seite sitzt jetzt Bellevue. Und wir laufen. Da vorne sieht man es vielleicht so ein bisschen strahlen. Da ist die Siegessäule in ihrer vollen Pracht. Wir verlassen jetzt Verpflegungspunkt 3. Wir sind gut versorgt worden mit Gemüsebrühe und leckerem Würstchen. Und es gab jede Menge Snacks. Wir haben noch unsere eigene Verpflegung aufgemacht. Ja, wir saßen jetzt schon eine Weile. Ich habe noch eine lange Hose angezogen. Wir haben die Akkus nochmal alle gewechselt. Ja. Und so ein bisschen unterhalten. Ja, und letztes Mal hat es echt gut getan. Also ich muss auch jetzt sagen, es fühlt sich... Also man merkt jetzt natürlich schon, dass man ein paar Kilometer auf den Füßen hat. Aber ja, hat gut getan. Oh, zwei Lichtkegel in der Dunkelheit. Drei. Drei. Egon. Egon hat auch, finde ich, das schönste Licht. Ja. So golden. Aber wir haben das Partyviertel von Berlin verlassen. Ja. Hier ist nichts mehr los. Also hier ist wirklich tote Hose. Ja. Wie hoch ist deine Motivation noch? Meine? Ja. 10 von 10. Sehr gut. Deine? Auch noch 10 von 10. Wir kommen gerade an so viel Dönerbuden vorbei. Wir müssen uns echt zurückhalten, nicht einen Stopp einzulegen. Aber ich glaube, wenn man nicht dort sitzen würde, dann würde ich versacken. Ja, nicht zu gemütlich machen. Wir laufen jetzt gerade hier an so einem Abschnitt entlang. Wenn man hier keine Stirnlampe hätte, würde man gar nichts sehen. Ja, das ist schon hart. Und vorne sehen wir eigentlich auch nur die Reflektoren und so ein bisschen die Lichtkegel von den anderen. Ja. Die strahlen so ein bisschen den Weg. Vor uns ist das Olympiastadion. Yippie! Wir sind kurz an der Vorher die 80 Zeichen. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Mein Magen. Bitte? Mein Magen sagt ein bisschen. Ja. Er möchte jetzt nicht mehr weiterlaufen. Okay. Er möchte jetzt ausruhen, um zu verdauen. Okay. Aber sonst geht's nicht so. Okay. Beine fühlen sich gut an. Ja, ich freue mich jetzt, wenn gleich die Sonne aufgeht. Und wie geht's dir? Gut. Fuß links. Leichte Blasenentwicklung. Wird versorgt in der nächsten Verpflegungsstation. Puh. Dann sehen wir mal weiter. Eben kam hier so ein Blaulicht. Und
Normalerweise denkt man immer, oh nein, jetzt kommt Blaulicht. Man geht es nicht gut hier auf dem Marsch und muss versorgt werden oder abgeholt werden. Und dann war es die Polizei und hat über Mikrofon durchgesagt, haltet durch. Also selbst unser Freund und Helfer fiebert mit uns mit. Sehr süß. Es wird von Minute zu Minute heller. Und es zieht sich ja. immer länger wie Kaugummi. Ja, das auch. Aber wir haben jetzt schon nach meiner Uhr 82 Kilometer. Wir verlassen gerade Verpflegungspunkt Nummer 5 bei Kilometer 84. Ja, und es ist fast komplett hell. Tias hat uns Toast mit Tomatenstreich, super lecker, geholt. Und uns mit Rohkost versorgt. Ich habe in der Zeit meine Füßchen ausgelüftet, Blasen abgeklebt, Schuhe gewechselt. Die Fußsohlen tun helle Schmerzen. Au! Au! Drama! Es tut wirklich weh. Aber wir werden natürlich jetzt ins Ziel laufen. Ich freue mich so. Ich freue mich gleich auf den Moment. Die Station war ich fand sie schon gut gefüllt. Gut besucht, ja. Ja, und vielleicht kannst du noch mal kurz drehen. Also man sieht auch vor uns. Ja. Man sieht es vielleicht auf der Kamera nicht so. Ah, okay. Aber die Wanderschlange ist immer noch intakt. Ja. Und auch was auch ganz cool ist, wir haben auch jetzt wirklich über den Marsch immer wieder die gleichen Gesichter gesehen. Am Anfang lachend, jetzt auch angespannt, angestrengt. Aber ich glaube, es ist normal. Ja. Ist halt so. Aber wir sind auch wirklich gut. Ja. In Form. Ja. Ja. Klar merke ich meine Oberschenkel ein bisschen. Aber ich bin halt jetzt auch schon 84 Kilometer gegangen. Wie gefällt dir der Wald, durch den wir laufen? Gut, bis auf die Schnaken. Es fühlt sich alles verstarrend gerade an auf den letzten Kilometern. Aber ansonsten ist es natürlich herrlich, wie hier über das Sonnenlicht durch die Bäume fällt. Wir haben Trommelwirbel. 90! Das 90-Kilometer-Schild passiert. Ja. Schlaf wird überbewertet, stand drauf. Aber den Schlaf vermisse ich gar nicht. Nee. Auch nicht. Aber ich glaube, der kommt schnell, wenn ich stehen bleibe. Ja. Also muss ich nachher aufpassen. Dass ich nicht im Bus einschlafe. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Ich muss sagen, was ich eher vermisse, ist jetzt einfach die Füße hochlegen. Zeig mal, was jetzt gut tut. So laufen. Und so laufen. Und so laufen. Hauptsache weiterlaufen. Tränchen. Ja, die letzten Meter drücken die Füße ganz schön. Ja, und ich bin enttäuscht, dass sie das tun. Aber Matthias hat mich eben getröstet, weil... Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Das Einzige, warum ich hier mitlaufe, dass wir zusammen durchs Ziel laufen. Oregano ist zu würzen. Leg wieder los. Ich bin wirklich assi. Erkennt ihr es? Würde man diesen Mann ansehen, dass er gerade schon 96 Kilometer hinter sich hat? Ich würde sagen, nein. Wir hören die Musik des Zielanlaufs. Ja! Die letzten Kilometer haben sich jetzt echt gezogen. Bereit für den Zielanlauf? Ja, ich habe schon drin. Ja.
sind nur Freunde drin. Wir haben es geschafft. Yay. Also ich bin immer noch überrascht drin mit Freunden drin. Ja, es war hart, aber wir haben es geschafft als Team und es ist richtig, richtig cool. Aber jetzt nicht mehr. Ich halte das jetzt hiermit fest, nicht mehr. Es reicht. Ja. Also einmal reicht. Zumindest die 100 hat ja, die 100 reicht ist jetzt einmal. Ist durch. Nein, aber ja, wir werden uns jetzt noch mit unserem Finisher-Getränk ausstatten, im Merch-Shop vorbeigucken. Und ja, wahrscheinlich wird dann der Little Mammut nochmal in Rhein-Main, aber halt die 55 dieses Jahr. Ja. Und hinter die 100 machen wir jetzt einen riesen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Richtig.